Ja, geschätzte Damen und Herren, liebe Vertreter der Einsatzorganisationen, ich darf euch auch sehr herzlich bei uns hier in Grödig begrüßen. Mich freut es, dass so viele gekommen sind und sich über die Geräte und vor allem über die Einsatzstärke und vor allem auch über den hohen Standard hier informieren lassen. Wir sind stolz, ich glaube, ein Ort kann stolz sein, wenn man solche Institutionen hat wie die Freiwillige Feuerwehr, Bergrettung und so weiter, die hier ehrenamtlich, und ich möchte das noch einmal sagen, wirklich ehrenamtlich hunderte, tausende Stunden machen, um für euch und für uns hier die Sicherheit zu bieten und auch die Gesundheit und das Leben oft dadurch auch riskieren, wenn es um gefährliche Einsätze geht. Ich darf mich bei allen, die hier ehrenamtlich tätig sind, sehr herzlich bedanken. Ich möchte mich bei dir, lieber Ortsfeuerwehrkommandant, auch bedanken und deinem Team. Das war sehr viel Arbeit, das alles auf die Füße zu stellen. Mich freut auch die benachbarten Einsatzeinheiten, sei es aus Halleck und auch der Gemeinde Anef, die heute bei uns hier mithelfen. Und ich glaube, es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn sie durchgehen und schauen, erstens einmal, welch hoher Standard hier ist und vor allem, dass wir Leute haben, die auf Abruf, sei es Piepser, Sirene oder sonstige Alarmierungen, da sind, um euch zu helfen, wenn jemand in eine Notlage kommt. Ich wünsche euch heute einen informativen Nachmittag und alles Gute. Und was ich immer wünsche, allen Einsatzeinheiten, wenn ihr ausrücken müsst, dass ihr immer wieder gesund nach Hause kommt und unfallfrei. Den Raum zu verlassen und ganz wichtig dann
den Raum zu verlassen und schauen, dass man irgendwie erwischt, den Notruf 122 der Feuerwehr ruft. Ja, komm schnell! Weiter da! Nicht nur mehr! Die Türe geöffnet und der Lusch versucht